Ja, hallo liebe Freunde. Heute gibt es endlich mal wieder ein Video und dieses Mal packe ich eine neue Nerf aus, die ich auf der RPC erstanden habe. Und zwar ist das die Flip Fury. Halt die mal hier so ins Bild. Das ist die mit den doppelten Trommeln, die sich drehen lassen. Und bevor ich da jetzt noch so viel zu erzähle, fange ich einfach mal direkt an, die auszupacken. Ich habe mir diesmal eine Schere mitgebracht. So, sehr ökologisch mit Papierschlaufen angebracht. So, hier noch eine. Und dann habe ich auch schon alle erwischt und das gute Stück rausgeholt. So, ist ein Gerät aus der Zombie Strike Serie. Ja, sieht man hier wieder an dem Logo. Flip Fury steht hinten auf dem Griff. Auf der einen Seite bemalt, auf der anderen nicht. Genauso wie das Nerf-Logo. Ich weiß jetzt nicht, warum das so ist, dass das auf einer Seite bemalt ist und auf der anderen nicht. Aber nun gut. Ist ja auch erstmal egal. Gespannt wird der Blaster hier über den Hebel, ne, so wie man das bei Strong Arm oder Maverick kennt. Man kann halt hier zwei Trommeln benutzen, was ich ganz super finde. Und dafür packe ich jetzt auch erstmal die Darts aus. Das schneide ich einfach ab, da kenne ich nichts. Ne? Gar nicht so einfach, wie man meinen möchte. Mit seiner blöden Scheißschere. So, ja, dann kommen die auch schon rausgefallen. Sind natürlich wie immer die grünen Zombie Strike Darts. 12 an der Zahl. Also genau passend für die beiden Trommeln. Und damit belade ich die jetzt einfach mal. Dafür ist hier so eine Einkerbung. Ja, damit ich da den Dart richtig reinschieben kann. Die sitzen nicht ganz unstramm da drin. Die Trommel hier unten lässt sich auch leicht drehen. Hier oben, die ist natürlich festgestellt. Und um die zweite zu beladen, werde ich jetzt mal hier unten den kleinen Hebel betätigen. Oh, ja, einfach ziehen und dann wechselt er die Trommel. Und kann dann die zweite Trommel auch bestücken. Finde ich schon mal ganz schön, dass die einen Schuss mehr hat als die Hammershot. Für russisch Roulette ist das gut. So, wie gesagt, gespannt wird hier. Und dann kann ich auch schon mit dem Blaster schießen. Und der hat ganz schön guten Druck drauf. Nach dem Schuss dreht sich die Trommel hier weiter. Ja, das kann ich jetzt auch noch mal zeigen. Ja, dann wird es weiter oder dann wird schon weitergestellt. Nicht zum Beispiel beim Spannen. Also ich kann nicht den Abzug halten und dann direkt auch schießen. Ich muss schon. Oder ich versuche mal. Ne. Da stellt er dann nur weiter und spannt mich mal. Ja. Manuell kann ich die auch weiterstellen. Da allerdings natürlich mit ein bisschen Widerstand, aber das funktioniert auch. Die ist in der gewohnten Optik, ja, orangenes Plastik. Hier für die vorderen Teile, oben der Spannhahn oder Spannhebel, die Spannmechanik, die ist halt in Grau gehalten. Dann dieser typische Holzgriff, zeige ich es hier auch nochmal. Ja, Holzgriff mit Bandage drumherum, wie auch bei der Hammershot und anderen Blastern. Hier unten haben wir nochmal, ja, so ein Abstellband. Ja, wo ich dann hinten auch noch eine Schlaufe dran machen kann und hier oben. Wir haben auch eine taktische Rail noch oben dran. Allerdings hier in diesem Fall nur eine, wo wir Zubehör anbringen können, Zielfernrohr oder so. Und ja, das Ding liegt schon ganz gut in der Hand. Also es ist schon nicht ganz wenig, muss ich sagen. Wiegt ein bisschen was, aber ist dafür auch ganz gut zu handhaben. Und wenn ich dann weiterschießen möchte, einfach nur hier unten den Hebel ziehen. Dann wechselt er die Trommeln. Das ist schon echt cool. Schön wäre, wenn er dann gleich noch spannen würde. Aber
Oh, der war jetzt zweimal ganz schön laut. Weiß nicht, woran es gelegen hat. Aber man kann schon schnell damit schießen. Also so schlecht ist es nicht. Und ja, also finde ich echt ein schöner Blaster. Und ich stelle mir den auch ein bisschen schwierig vor, den jetzt zu modden. Beziehungsweise den auch auseinanderzunehmen. Also hat einige Schrauben dran. 20 Schrauben, um das Gehäuse zu zerlegen. Werde ich vielleicht mal machen demnächst. Und ich denke mal, den kann man auch sehr schön anmalen. Auf jeden Fall nicht schlecht. Ich frage mich nur, in welchen Holster der soll. Also in Holster wird man den nur sehr schwierig kriegen. Aber cooles Teil auf jeden Fall. Mir gefällt's. Wofür jetzt hier das Loch im Griff sein soll, weiß ich nicht unbedingt. Aber hey, 12 Schuss, ne? Für einen normalen, gespannten Blaster. Schon cool. Von mir auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Habe das Gerät wie üblich bei Bancroft erstanden. Die waren mit dem Stand auf der RPC. Und ich verlinke euch das nochmal unten in der Info. Und ansonsten, tja, ich freue mich schon darauf, mit dem ein bisschen rumzuballern. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ihr könnt mir gerne einen Kommentar da lassen. Vielleicht habt ihr auch schon Erfahrungen mit dem Blaster gemacht. Einen Daumen nach oben, Daumen nach unten, immer schön. Und ansonsten schaut ihr aber im nächsten Video wieder vorbei. Lasst ein Abo da, wenn ihr immer darüber informiert sein wollt. Kostet natürlich nichts. Und wir sehen uns bis dahin. Ciao.